Hallo Leute und willkommen zurück zu Sanctum 2. Ja, im letzten Part haben wir ja die Küstenlinie endlich mal abgeschlossen und haben einen richtig heftigen Endgegner da gehabt. Ja, dann machen wir heute mal mit dem Bereich Breitholm weiter und gehen in den Level Abkürzung. Naja, schauen wir mal. Diese Panik macht es unmöglich, die Anlage zu erreichen. Meine Rex ist zwar heftig, aber wir brauchen etwas mit mehr Wumms, um den Riesen zu besiegen. Vergiss Illusion One, Liebes. Wir gehen nach Breitholm. Meine Leute warten dort. Zeigern, wir haben deine Nachricht erhalten. Die Sokol ist einsatzbereit. Ausgezeichnet. Nun macht euch auf und verursacht Chaos. Wird gemacht. Warte, was ist die Sokol? Du hattest... Was? Du hast es fertiggestellt? Bist du vollkommen verrückt? Was genau hattest du damit vor? Erklär's mir. Diese Terroristin hat tatsächlich eine Waffe gebaut, die in der Lage ist, ganz Illusion One in Schutt und Asche zu legen. Es wird nicht gegen Illusion One eingesetzt, wenn du es erstmal gesehen hast. Das diskutieren wir später zu Ende. Okay. So, ja, das mache ich mal raus. Im letzten Part habe ich ja auch endlich mal die Fertigkeit gekriegt, je länger die Geschosse unterwegs sind und so weiter, ne? Und wir haben eine neue Waffe erhalten. Den Gatling Laser. Zusätzlichen Schaden auf Zeit. Aha. Aufladen um Flächenschaden. Ja, aber ich kann euch die Waffe ja mal zeigen. Die ist nämlich auch nicht unbedingt so schlecht. So. Okay, wieder ein anderes Gebiet. Das sieht auch geil aus, ne? Oh. Scheint aber... Ey, was heißt hier klein? Also wenn ich jetzt auf die Karte gerade gucke... Das sah nämlich eben so klein aus, aber wenn ich jetzt auf die Karte gucke... Das ist ja heftig. Ganz schön riesig das Gebiet hier. Oh Mann. Irgendwas. Oh. Okay. Nach Minen sieht es wieder überhaupt nicht gut aus. Alter, wo geht denn das hier hin? Heftig. Aha. Aber nicht irgendwas hier, was ich mal wieder nutzen könnte, so von der Umgebung her. Aber richtig geil offenes Gebiet, ey. Ja. Ich muss mal kurz zurück. Ich muss mal kurz die Türme ändern. Da will ich nämlich das Gauss-Geschütz nehmen. Da bietet sich diese Karte eigentlich so ziemlich an, das Gauss-Geschütz zu nehmen. Nein, die nicht. Die. Was packen wir weg? Das Ding packen wir weg. Gauss-Geschütz. Das, ja. So.
Ja. Gucken, wo führt das hin? Meine Herren. Geht's da auch noch lang? Tatsache. Geht es ja auch noch lang. Ah. Okay. Also die Level Designs, also das muss man schon den Entwicklern zugestehen. Die Level Designs, die sind richtig geil. Komm ich auf? Ja. So sagen, komme ich nicht mehr rauf. Jo. Oh. Hier drinnen. Aha. Okay. Das ist natürlich nichts, doch. Ja, was hat das jetzt ausgelöst? Wahrscheinlich irgendwo wieder eine Tür aufgegangen oder irgendwie was. Was aufgegangen? Was sieht denn aus? Weiß ich auch nicht. Joa, naja. So, dann will ich jetzt auf jeden Fall... Ja, naja, gut. Ja, naja, das wollte ich eigentlich nicht, aber naja. Dann lassen wir es erstmal beim Eingangsgeschütz. Dass wir auch noch ein bisschen was aufbauen. Jo. Auf runterlaufen lassen kann ich sie nicht, doch. Nee, kann ich nicht. Naja, naja. So. Jo. Ja, dann starten wir doch mal die erste Welle. Ja, die verschießt so ein bisschen Giftpfeile. Da nehmen sie dann noch zusätzlich so ein bisschen Schaden. Joa. Und wenn man dann noch die Schwachstelle trifft, zieht das nochmal zusätzlich ab. Ja. Gut. Weil ich weiß jetzt auch nicht, wie weit sie nach unten schießen kann.
Was ist das denn? Die Dingschwindigen stehen einfach hier über meine Türme, also über meine Pontons rüber. Ja, oder aber dafür halten sie nichts aus. Bleibst du stehen? So. Einer ist entkommen. So. Ja. Und sollte eigentlich reichen. Stimmt ja, unten habe ich auch noch ein Gauss-Geschütz. Ah. Das. Ja. Und die nächsten bitte. Ach, das sind wieder nur so welche. Ja, aber um die kann sich mein Gauss-Geschütz kümmern. Hat ja hier genügend. Genügend Freiraum. Wo kommt der denn weg? Wo kommt der denn weg? Hat sich ein zweites Tor aufgemacht oder was? Da ist der einfach runtergesprungen. Ja, also das will ich jetzt gerne mal wissen, wo der wegkommt. Der kann doch nicht so schnell nach unten hier gekommen sein. Komm. Ja, zwar wieder ein bisschen verschenkt hier, aber naja. Matschen wir hier rum. Schon habe ich wieder kein Material. Na, ich weiß nicht, ob das so klug ist. Ich glaube eher weniger. Ja, dass ich halt die Gauss-Geschütze aufgebaut habe. Naja, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass der so schnell unten ist. Ja. Ah, das sind schon wieder etwas stärkere als die normalen. Ja.
Tatsache wieder runtergekommen. Ey, da muss irgendwie ein zweites Tor aufgegangen sein, was ich nicht gesehen habe. Da muss ich jetzt gleich auch erstmal gucken, ja. So. Wo ist jetzt hier das zweite Tor? Es gibt nur dieses eine. Nee, es gibt zwei. Da. Hier kommen sie noch raus. Hier kommen diese Mistviecher raus, ja. Naja. Also doch zwei Tore. Diese Hüpfeviecher. Jetzt kommen wieder diese Hüpfeviecher. So, ich habe wirklich nur einen Eingang gesehen, ja. Ah. Jojo. Das geht doch auch nicht weit. Ah, oben sind eine ganze Ecke durch. So, von da unten kommt keiner mehr. Gut. Kann ich mich um die anderen hier kümmern. Hat nicht gereicht. Ja. Ja. Ja, ja, ja. So nehmen sie auch wenigstens Doppelschaden, ne? Kriegen sie Schaden halt von meinem Brand und kriegen sie noch zusätzlich Schaden durch den Gift. Das ist schon nicht so schlecht. So.
Ja. Ich auch noch einen auf. Ja. Aber jetzt dürfen sie eigentlich nicht mehr großartig an zum Kern kommen hier. Ja. Und weiter geht's. So, die schon mal nachladen. Was ist das schon oder was? So. Ah, könnt ihr auch schon mal sehen, was die noch zusätzlich jetzt durch die Flugbahn Flugdauer der Raketen halt jetzt noch zusätzlich Schaden nehmen dadurch, ne? Was kommt denn da unten? Glühbirnen. Boah, naja. Jo, noch drei. Aufrüsten. Geh mal bitte aufrüsten. So. Bleibt noch ein kleines bisschen dafür übrig. Gut. Ich muss mich nicht, ich will mich nämlich hier oben drum kümmern. Hier kommen diese Flugviecher schon wieder. Oh, noch fast. Ja, ja. Unten ist auch keiner durchgekommen. Ja gut, die kleinen. Aber die kommen auch nicht weit. Und das war's. Naja. So. Jo, was kommt denn da unten? Ach, diese Springeviecher. Eieieiei. Beinahe schon wieder runter. Kurz da rauf. Jo, naja. Ja, ihr seht es ja, es ist prinzipiell ist es eigentlich nicht schwierig, aber. Naja. Ja. Und auf geht's. Gar nicht lange hier aufhalten. Die Springeviecher. Ah, hier kommen auch so viele Springeviecher.
Dürfte normalerweise kein Problem sein. Auch wenn sie jetzt hier oben durchkommen. Unten sind ja auch nochmal Geschütze. Ja, so, ja, unten sind ja auch nochmal Geschütze. Das dürfte den aber erledigen. So. Den hier mal auf 3 bringen. Und den bringen wir auch noch mal ein bisschen weiter hoch. Was kommt denn? Was kommt da unten? Ja, dann muss ich mich da unten drum kümmern. Weil jetzt kommen wieder diese Schweber. Na, wo bleibt er? Ja, aber ich freue mich schon nachher auf die Drohnenwaffe. Die hat auch wenigstens gegen die Viecher. Wirkt gegen die Viecher auch. Ja, auch wenn die jetzt da oben durchkommt. Hier unten kommt ihr nicht weit. Und erwartet euch auch nochmal was. Ja, ja. Hey, jetzt wollen sie es aber wissen, ey. Jetzt kommen sie schon mit so vielen von den großen hier an. Aber hat den trotzdem nichts gebracht. Haha. Ja, Leute, das war auch schon wieder das Level. Und das müsste jetzt normalerweise auch die letzte Folge für die Woche gewesen sein. Ja, was kriegen wir denn diesmal? Türme verursachen 30% mehr Schaden bei Gegnern, die zuvor angegriffen wurden. Ja, das sollte ich auf jeden Fall reinmachen. Na. Und jetzt habe ich den Turm, den Feuerleitturm gekriegt. Weiß ich jetzt nicht mehr, was das war. Jo. Ach ja. Ja, Leute, das war es auch schon wieder für heute dann. Gerade pünktlich sogar fertig geworden. Ja, über Daumen, Kommentare würde ich mich natürlich wieder sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.